Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unterm Messer, die 53. Folge der Serie, die 5. Folge der 3. Staffel mit dem schönen Titel OR oder dem deutschen Titel Ernst, aber nicht hoffnungslos, was eine wortgenaue Übersetzung ist. ursprünglich ausgestrahlt am 8. Oktober 1974. Und worum geht es in dieser Folge? Der OP läuft über von Verwundeten und man kann nicht jeden retten. Außerdem taucht Dr. Friedman auf. Ja, das ist so die grobe Zusammenfassung. Und grob zusammengefasst sind wir heute auch und wir sind heute... Die Dila, hi. Der Arnim. Und ich bin auch da, der Flo. Ja, heute gibt's wieder eine ein bisschen ernstere Episode. Zumindest bei Mesh, wie es bei uns aussieht, weiß ich noch nicht. Ja, also jetzt würde sich ein gewisser Herr, der hier sich tierisch über einen Laughing Track aufgeregt hat, freuen, weil es gibt keinen. Siehst du, deshalb ist mir noch gar nicht aufgefallen. Gut, es lacht keiner, also gibt es bei uns keinen Laughing Track. ja, es gibt auch nichts zu lachen. Denn von allen Seiten her kommen die Verwundeten ins Camp. Hubschrauber, Krankenwagen, dem Jeep, das quillt alles über. Ich fange mal so an. Ging es euch so? Für mich war diese Folge, klar, die ist ernst, aber die fühlte sich für mich tatsächlich genauso stressig und unangenehm an, wie dieser Tag wahrscheinlich war oder diese mehrere Tage. Das hat bei mir tatsächlich voll funktioniert, dass das eben genau diesen Effekt hat, den es ja haben soll. Die soll ja nicht schön sein und klar ist die auch gelegentlich sehr lustig, die Folge, aber dieses Gefühl dieser ständigen Belastung und dieses ständigen Stress, die kommt bei mir sehr an. Ja, also ja. Es war, wir haben Anfang des Jahres ja, durch hier ein gewisses großes C im Grunde alle Ähnliches nochmal durchgemacht. Von daher, ja, also es war wirklich, wir müssen hier einmal wirklich alle am Strang ziehen und wenn wir hier umkippen, dann bitte dahin, wo wir den anderen nicht im Weg sind. Aber ja, also es war wirklich ein paar ja, flotte Sprüche zur Auflockerung, aber ja, es war eine Krisenepisode. Und gerade das hat mir aber auch gefallen. Es ist eine der frühen, wirklich düsteren Episoden. Wir haben ja schon öfter gesagt, dass es in dieser Staffel schon dunkler wird. Ja. Aber die Folge hier legt dann nochmal richtig zu. Ich meine, wir haben wieder so übliche, schon am Anfang übliche kleine Witzchen, wenn Frank seine Bürste sucht, die seine Mutter ihm gegeben hat. Aber wir haben da gleichzeitig auch Henry, der unter Arthritis leidet und öfter mal ja, Instrumente fallen lässt, weil er einfach nicht mehr kann, aber er wird halt gebraucht. Ja, und das ist ja noch nicht mal der böse Punkt in dieser Unterhaltung. Der böse Punkt ist ja wirklich, wie er von Hawk mehr oder weniger den Rat kriegt, ja Junge, du kannst nicht mehr, du hättest eine Möglichkeit, aus dieser Scheiße hier rauszukommen. Und da kommt ein Zitat, das echt wehtut. Ja. Ja. Also er sagt zu ihm, und irgendwann musst du sowieso nach Hause, um sterben zu können, Henry. Mm. Und wenn man weiß, was noch passiert in dieser Staffel, au. Ja, die ganze Unterhaltung tut weh. Ich glaube, das
wenn man nicht weiß, was passiert, ist das wahrscheinlich noch nicht mal so düster. Mhm. Aber mit dem Vorwissen ist das echt heftig. Ja. Aber wir haben auf der anderen Seite halt auch immer wieder so ein bisschen Comic Relief. Wir haben zum Beispiel auch die Szene, wo ein Patient auf dem Tisch liegt und noch wach ist vor der Narkose und den Pfarrer zu sich ranwinkt. Er soll einen Brief an seine Frau schreiben. Tell my wife this girl in Tokyo didn't mean anything. And that in Okinawa. And those two in Honolulu. Und Trouble nur ganz eiskalt. When did you find the time to get wounded? Ja, und dann soll ich den Brief wirklich abschicken? Ja, genau. Und er sagt dann nur noch ganz eiskalt, nein, schick den Brief nicht seiner Frau, der kommt durch, außer seine Frau kriegt den Brief. Ja. Oder auch, wo dann wirklich Dr. Friedman da vorbeikommt, weil er eigentlich auf eine gepflegte Podcast-Runde gehofft hatte und dann erstmal zum Schrubben geschickt wird. Als Psychologe. Ja, der kann anpacken. Also er wäre nicht so gefährlich wie Frank, ne? Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja, mit Frank haben wir ja hier in der Folge auch ein paar schöne Szenen. Denn er ist ja genauso übermüdet und fertig wie alle anderen. Aber er beklagt sich halt, dass ihn niemand liebt. Und ich will nicht sagen, ich habe Mitleid mit ihm, aber das ich glaube, dieses Gefühl in der völligen Erschöpfung, das kennen wir alle. Ja, also in der Situation hätte ich ihm auch versprochen, dass er von mir noch eine Massage kriegt und noch ein Belobigungsschreiben obendrauf, wenn er nur die Schnauze hält und ich schlafen darf. Naja, so ähnlich kommt der Spruch ja auch. No more hostility, Frank, friends. And now shut up before I kill you. Ja. Dann haben wir auf der ernsten Seite natürlich immer wieder Hawkeye als Arzt, der dann eine Herzrhythmusmassage am lebenden Patienten händisch versucht, um ihn zu retten. Was auch erstmal in erster Instanz klappt, aber dann leider der Patient im Nachgang dann durchstirbt. Und was ich auch ganz interessant fand, gerade zur jetzigen Zeit, wir thematisieren hier ziemlich direkt das Thema Triage. Mm, ja. Aber auch hier die Entscheidung, habe ich es richtig verstanden? Henry entscheidet sich trotzdem, obwohl sie beide sagen, es hat keine Chance, trotzdem dafür den Karl zu operieren. Nee. Nein? Schicken nee. Sie die Woche schon? Also, er unterhält sich da ja wirklich... dass er jetzt weiß, also hier, der das braucht... Das bringt nichts, wir können in der Zeit 20 andere retten. Der braucht zwei Leute, 8 Stunden. Wir sind beide übermüdet, oder wir sind alle übermüdet. Und dann kommt die Antwort, ja, also du weißt, dass wir ihn nicht retten können. Du brauchst nur jemanden, der es dir bestätigt. Ne? Mhm. Ja, das Gespräch findet genauso statt, das ist richtig. Aber es kommt danach nur der Satz, mach den OP fertig. Und sie tragen ihn weg. Aber ich konnte in dem Moment tatsächlich nicht erkennen, ob sie ihn in den anderen Teil des OPs tragen oder ob sie ihn raustragen. Ich glaube, sie bringen ihn weg. Mhm. Das ist auch so einer dieser Momente, dieses Düstere so ein bisschen ausstrahlen. Ja. Ja, jede andere Serie, natürlich, wir sind Ärzte, wir können alles schaffen. Hier, ja. Nee, wir haben keine Zeit, das geht nicht. Wir müssen andere Leute retten, der muss dann halt dran glauben. Mhm. Wer auch fast dran glauben muss, ja natürlich ein Patient von Frank, weil der eine Niere entfernen will. Das brabbelt er so vor sich hin. Zum Glück bemerkt das Hawkeye und schickt Trapper rüber zu Franks OP-Tisch. Damit er mal drüber guckt. Beziehungsweise aufs Röntgenbild, ja. Genau. Und er stellt fest, oh, der Patient hat nur eine Niere. Und rettet ihm so das Leben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf Franks Unfähigkeit oder auch auf die Überforderung der ganzen Situation schieben kann, aber es ist wieder mal so sehr klassisch. Ja. Und hier kommt dann eben auch diese schöne Weise natürlich darauf auch wieder so ein bisschen rumhacken. Von Frank, what I don't understand is why do people take an instant dislike to me.
Und Trevor saves time, Frank. Aber immerhin, er hat den Anstand und bedankt sich hinterher bei Trevor, dass er ihn davor bewahrt hat, die Scheiße zu bauen. Was ja eigentlich für Frank immerhin auch eher unüblich ist. Ja. Deswegen sage ich ja, es ist nicht nur diese komplette Unfähigkeit, man merkt, die sind alle durch. Ja. Das merkt man den Schauspielern auch an. Mich würde hier wirklich interessieren, wie sie das geschafft haben, dass die so fertig aussehen, wie sie es sein sollen. Ich meine, wir kennen das ja so bei so Filmen wie Blair Witch Project, wo man die Leute wirklich einfach mal 2 Wochen in den Wald gesperrt hat, dass die am Ende wirklich so fertig sind, wie sie wirken sollen. Mich würde es hier wirklich interessieren, wie sie die so, also entweder sind es wirklich gute Schauspieler, oder man hat sich ja wirklich was einfallen lassen. Kann natürlich beides sein. Ja, also wir wissen ja, dass es später so ein paar Twists gab, wie der Regisseur gewisse Emotionen hervorgerufen hat. Mhm. Das würde mich auch mal interessieren, wie sie das hier gemacht haben. Aber ich glaube, wir haben hier tatsächlich, also Alan Elder auf jeden Fall, wir haben es mit guten Schauspielern zu tun. Ja, definitiv. Ich meine, wie Hawk da sich dann zwischendurch dann da hinsetzt, Raider bringt ihm einen Kaffee, ist leider kalt und hier ist noch ein Rasierer und er sich dann halt wirklich kalt so ein paar Stoppeln aus dem Gesicht kratzt. Also das ist auch wirklich so... Da musste er wohl wirklich ein bisschen dran wachsen lassen, damit das so durchkam. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass die da auch ein bisschen Method Acting gemacht haben. Und es fällt in dieser Folge mein absoluter Lieblingssatz, beziehungsweise mein Lieblingsdialog, denn es geht wieder mal so um die üblichen Bekanntschaften im Camp und so weiter. Selbstverständlich hat Frank dazu auch eine Meinung. There's more between a man and a woman than sex. Und eiskalt kommt von Hawkeye die Antwort. Yeah, they're smoking in the dark afterwards. Das ist einer der schönsten Sprüche in dieser Staffel. Also mir gefiel dieser Dialog, wenn man es denn Dialog nennen kann, zwischen Hawkeye und seinem äthiopischen Patienten. Ja. Also was hat er gesagt? Ja, wir kriegen das hin und dann wird er nach dem Aufwachen noch an Hawk vorbei getragen und der sagt irgendwas und küsst Hawk die Hand und ja, das ist herzerwärmend. Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch ganz schön fand in der Folge ist, dass es tatsächlich einfach genauso endet, wie es aufhört. Das ist kein Release gibt in dem Sinne, dass auf einmal dann wirklich die Patienten mal alle sind, sondern es hört genau da auf, wo es angefangen hat. Und dieser Tag hört nie auf. Mhm. Ja, zwischendurch bekommt der eine oder andere mal ein bisschen Schlaf und dann bricht der nächste zusammen und der erste übernimmt wieder. Ja. Das macht die Folge richtig gut. Wir haben ja auch dann noch, die Vorräte werden ja knapp. Mhm. Und Raider es ist gar nicht Hotlips. Irgendjemand beschwert sich. Du kannst das doch nicht mit normalen Nähzeug machen. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich ihn zusammentackern? Ja, Raider hat ja auch 2-mal Blut gespendet. Das 2. Mal hat er es nicht mitbekommen, weil er im Messezelt eingeschlafen ist. Und ich meine, wenn man sich das vorstellt, bei so einem kleinen Männlein wie Raider ist 2-mal Blut spenden auch ganz schön hart. Ja. Wobei, ist er da schon wie der sprichwörtliche Scheunendrescher? Eigentlich schon, ne? Schon immer, ja. Also von daher, er ist am ehesten in der Lage, das auszugleichen, aber trotzdem, also ja, es ist verständlich, dass es ihm zwischendurch schwummerig wird. Nein, aber ich muss wirklich sagen, das ist eine schöne Folge, auch wenn die sich wirklich genauso stressig anfühlt, wie es halt sein soll. Und das finde ich unter einem technischen Aspekt unglaublich gut gemacht. Und der technische Aspekt hat damit wahrscheinlich auch zu tun, dass hier Leute dran beschäftigt waren, die Mesh gut kannten und die für viele gute Folgen verantwortlich waren. Mhm. Also Autor war Larry Gelbart, der ja so in den Anfangsjahren viel Mesh geschrieben hat. Mhm. Und
Ich glaube, er war sogar der Produzent für die ersten 6 Jahre. Also der hat schon einiges da gemacht. Und Regie war Gene Reynolds, der ja auch eigentlich also das Mesh-Urgestein ist, wenn man das bedenkt. Ach ja, da gab es ja auch noch die Szene, wo Vater Mike Hay Klinger aufhilft, weil der umgekippt ist. Allerdings, weil ihm ein Absatz abhanden gekommen ist. Und da habe ich mal hier so einen Inflationsrechner bemüht, weil er guckt sich ja diesen Schuh an und sagt 14,99. Also ich habe da einmal 1950, also Anfang Koreakrieg, genommen. Da wären das schon 161,67 $. Schuhe sind halt teuer. Und 73, also Produktionsjahr, da wären es immer noch 87,75. Ist jetzt aber kein ungewöhnlicher Preis für Schuhe. Also ist jetzt nichts, wo ich zucken würde. Ja, aber als Corporal, was da das vom ja, natürlich. Salz ausmacht, also ist doch schon, ja. Ja, wer schön sein will, muss Geld ausgeben. Ja, wie fandet ihr denn Sydney Friedman in dieser Folge? Denn er ist ja eigentlich wirklich nur ein Gast. Wie gesagt, ich mag ihn generell als Charakter. Ich freue mich immer, wenn er auftaucht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wie gesagt, er ist, glaube ich, ja Psychologe ganz eigentlich. Ja. Haben die irgendeine Form von Anatomie jemals gelernt? Also ich nehme an, die haben wirklich das Grundmedizinstudium. Okay. Und da ist halt Latinum und wie ist so ein Körper aufgebaut? Weil ich habe mich tatsächlich gewundert, dass er sich dafür, dass er gar keine Ahnung hat, davon doch so gut anstellt. Ja, also er sagte, dass er halt wirklich seit seinem Studium kein Skalpell mehr in der Hand hatte. Aber dafür haben sie ihm ja Hotlips an die Seite gestellt. Ja, gut. Habt ihr noch was ihr zu dieser Folge sagen wollt? Ich glaube, wir sind ziemlich durch. Also, wie würdet ihr sie denn bewerten? Also ich persönlich mag die Folge schon sehr unter dem technischen Aspekt, aber wie gesagt, sie ist halt wirklich schmerzhaft auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und deswegen würde ich 7 von 10 Zigaretten danach geben. Also von mir kriegt er 5 Patienten, die trotz Herzmassage nicht durchkommen. Und 3 Silberbürstchen mit Schildpattauflage. Und von mir auch, ich finde, es ist eine sehr gute Folge. Also wir hatten letzte Woche eine Folge, die sehr lustig war, die viele dumme Sprüche hatte. Und hier ist, gut, dumme Sprüche haben wir auch, aber das ist das Gegenteil. Hier haben wir eine sehr ernste Folge. Aber trotzdem hat mir das sehr gefallen, auch im Kontrast. Ich gebe auch 8 von 10 keine Lachspuren. Ja, haben wir wieder eine Folge im Kasten. Jo, und dann gehen wir auf zur nächsten. Oder wie haltet ihr das? Es muss ja immer weitergehen, die Patienten kommen immer rein. Aber ja. Das sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.